Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video geht es um die 417 Hz Solfeggio-Frequenz und vor allem um das Thema, wie nutzt du diese Frequenz am effektivsten, in welcher Haltung sollst du meditieren, wie kannst du da das Maximale für dich dabei herausholen. Willkommen im Nutzungsvideo von der 417er Solfeggio-Frequenz. Ich erzähle dir jetzt mal ganz kurz, wie du diese Frequenz am effektivsten nutzt. Du kannst sie natürlich hören beim Sitzen, sie dauert 60 Minuten, aber ich empfehle dir, diese Frequenz in so halblehend für den so einen Massagesessel zu hören, oder du legst dich ins Bett, tust dir hinten ein paar Kopfpolster drauf, dass du nicht einschläfst, und dass du einfach so ein bisschen quer liegst und hörst dir dann mit Schlafmaske und Kopfhörern. Was ich persönlich damit gern tue, ist, ich höre mir die erste Halbzeit, also die erste halbe Stunde der Frequenz, höre ich mir in der Meditationshaltung an. Und wenn es dann in den Kosmos geht, weil der Kosmos fängt genau ab einer halben Stunde an, dann lege ich mich hin. Und dann kann es sehr leicht passieren, dass man da eine sehr, sehr crazy Erfahrung macht. Kannst du natürlich vorher auch machen. Die Kunst ist es halt nur dann, wenn man komplett eine Stunde im Liegen da liegt, dass man dann nicht einschläft. Aber das kannst du selber im Prinzip für dich variieren, wie du es gern möchtest. Ja. Du kannst diese Frequenz hören vor dem Schlafengehen oder unmittelbar nach dem Aufstehen. Ich empfehle dir, ich habe da die besten Erfahrungen gemacht, unmittelbar nach dem Schlaf. Das heißt, man steht in der Früh auf und hört sich es unmittelbar danach an. Ebenso würde ich so die ersten paar Tage einfach vorm Schlafengehen anhören und unmittelbar nach dem Schlaf anhören. Weil das führt dich dann am schnellsten dazu, weil der Schlaf ist ein Verarbeitungsmechanismus, wo wir Dinge aufarbeiten, wo wir auf neue Zeitlinien kommen. Das wird ja alles dann in dieser anderen Ebene neu eingestellt, kann man sagen. Und du kennst das sicher, wenn du dich schlecht fühlst oder Probleme hast, da schläfst du eine Nacht drüber und in der Früh hast du eine Lösung oder das Problem ist nicht da oder du fühlst dich ganz anders. Und somit ist die Nacht für uns ein entscheidender Faktor. Und wenn du mit dieser Frequenz am effektivsten Ergebnisse produzieren willst, empfehle ich dir halt vorm Schlafen gehen das zu hören, weil dann kannst du dich auf diese Frequenz einstimmen, dann schläfst du, dann verarbeitest du das und dann wachst du in der Früh auf, hörst es nochmal an und das ein paar Tage hintereinander in diesen Rhythmus. Also ich sage mal so zwischen 3 bis 7 Tagen und dann kommst du am effektivsten dann auf diese neue Zeitlinie, die für dich da, wo du dich dann hin manifestierst. Ja. Was ich dir auf jeden Fall noch empfehle, wenn du diese Frequenz fertig gehört hast, ja, dann wirst du am Ende, wenn du die Kopfhörer weglegst, so einen Piepston im Ohr hören. Ja. Das hörst du eigentlich bei jedem Solfeggio-Frequenzen dann. Aber das hört dann mit der Zeit gleich auf, das ist nichts Tragisches, das ist ganz normal. Wir Menschen, das hörst du eigentlich nicht, es sei denn, du weißt es, dass du es hörst. Oder du bist Musiker oder arbeitest mit sehr detaillierten kleinen Details in der Musikbranche. Und dann wirst du jeden Ton hören und du wirst sogar wissen, dieser Ton ist diese Frequenz und so weiter. Und bei mir ist es auch so, wenn ich die Frequenz zu Ende höre, dann habe ich herausgefunden, dass danach diese Frequenz immer noch im Gehirn schwingt. Ja? Und du hörst diesen Ton danach noch. Und ich empfehle dir, wenn du diese Frequenz zu Ende gehört hast, dass du dann noch zwischen, je nach wie viel Zeit du hast, 5 Minuten und 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde, dass du dann meditierst mit Oropax, das heißt, du tust die Kopfhörer weg, tust du dir Oropax rein, Schlafmaske rauf und meditierst ganz normal. Und du hörst dann diesen Ton und fokussierst dich auf diesen Ton und versuchst dein Bewusstsein mit diesem Ton zu verschmelzen mit dieser Frequenz. Dann steigerst du drastisch die Wirkung von dieser Frequenz und das Ergebnis, das Ziel, was diese Frequenz halt macht, dich von negativen Energien befreien, dich mit dem Kosmos zu verbinden, mit der Schwingung des Universums, mit der Schöpfung, mit dem Wechseln auf neue Zeitlinien, die besser sind, die in höher schwingen. Das hilft dir dann einfach, weil dein Bewusstsein mit dieser Frequenz verschmilzt. Ja. Beim Hören der Musik wirst du sie ganz, also kaum hören, diese Frequenz, weil ich das so eingestellt habe, dass du sie minimalst hörst, nur in ein paar Szenen, aber das Gehirn nimmt diese Frequenz ganz normal wahr und somit ist es kein Problem. Ja. Und das ist so das, was ich dir auf jeden Fall empfehle. Ja, und
natürlich wirkt diese Frequenz am besten, wenn du die anderen Solfeggio-Frequenzen, weil die sind ja alle aufeinander aufbauend. Das ist eine, gibt es ja schon seit der Antike, die Solfeggio-Frequenzen, und man sagt, die Frequenz, die Solfeggio hintereinander zu hören oder unmittelbar danach. Wenn alle Solfeggio-Frequenzen sind, werde ich auch ein Bundle machen, wo ich dann ganz detailliert eingehe, wie du mit allen zusammenarbeitest und wie du alle aufbauend hörst und welche in welcher Reihenfolge und so weiter, damit du da das Maximale für dich rausholst, ja. Gut, ich wünsche dir viel Spaß. Wie du vielleicht an der Video schon gesehen hast, diese Frequenz ist ganz besonders, weil sie hat echte NASA-Aufnahmen drin, die letzte halbe Stunde, und gleichzeitig ist bei dieser Frequenz ein ultimatives Abenteuer. Ich habe schon gesagt, das ist so eine geführte Meditation ohne Sprache. Du wirst nichts hören, aber du wirst 7 verschiedene Stadien erleben. Eine Geschichte wird erzählt und du wirst dort sozusagen mitfliegen. Und ich habe sie jetzt schon mehrmals gehört und ich freue mich schon, einfach diese Frequenz wieder zu hören, weil sie einfach eine Geschichte erzählt. Und weil ich mich schon auf diese Szene freue, dann auf die Unterwasserwelt, dann auf die tropische Insel, dann auf den Kosmos und so weiter. Also eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Frequenz und bis zum nächsten Video. Ciao.